Hub Tier 3. Medizinischer Inhalator. Ja, ein Asthma-Spray. Nice. Ich habe ein Asthma-Spray. Moin, sind und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ich bin hier gerade auf dem Weg in meine Stahlfabrik, um ein paar verstärkte Industriestahlträger herauszuholen. Denn die brauchen wir, um eine weitere Festplatte zu bekommen. Da hatten wir beim letzten Mal ja genau einen zu wenig. Holen wir uns hier gleich mal einen Schwung raus. Komm, die brauchen wir auch für die Förderbänder, die wir ja auch noch bauen wollen. Dann nehmen wir mal gleich, alle mit. Die brauchen wir gerade in größeren Mengen. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Produktion? Die übertakte ich mal noch. Müsste eigentlich drin sein. Schauen wir mal. 30 pro Minute und 54 Rohre pro Minute. Wie viele Rohre kommen hier raus? 37 Stahlrohre. Habe ich noch was zum Übertakten? Das ist schon maximal übertaktet. Moment. Wie viel werden hier gebraucht? 54. Oh Gott. Na gut, man müsste halt von hier irgendwie nochmal welche abführen, so. Ja gut, dann hält es halt mal an. Ist egal. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. So, jetzt brauchen wir hier statt Schrauben Zement. Dann können wir ja die ganze Schraubenproduktion einmotten. Die brauchen wir dann gar nicht mehr hier. Wie viel wird dann da gebraucht? 25 Einheiten. Und dann kriegen wir 3 Rahmen. Aber warte mal, wie sieht es eigentlich aus? Ist es nicht schon voll? Hier hinten? Das ist schon voll. Ach komm, das ändern wir jetzt nicht. Das ändern wir jetzt hier nicht an der Stelle. Okay, Zement staut sich. Das heißt, da kommt genug rein. Alles klar. Sobald du es lagerst oder abbaust, gibt es Strahlenschaden, ja. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht machen wollen mit dem Uran, weil ich würde das nicht machen. Also, keine Ahnung, ich brauche es ja jetzt auch noch nicht. Wir können ja eh noch keine Atomkraftwerke bauen. Das kommt ja erst in Tier 7. Da kommt ja erst Ende Mai, deswegen das lohnt nicht. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. 3 Minuten. Ich warte jetzt mal kurz da drauf, bis das fertig ist. Schalt den Fabricator wieder an. Hä? Welchen Fabricator? Von welchem ist jetzt die Rede? Du hast den Fabricator gerade ausgemacht. Nee, der war voll. Das Lager war voll dahinter. Ich habe den nicht ausgemacht. Nein, den habe ich nicht ausgemacht. Der läuft noch. Das Lager dahinter ist voll. Der kann eh nichts mehr produzieren, selbst wenn er an ist. Es läuft voll da hinten. Dahinter. Das habe ich doch gerade angeguckt. Nein, auch das Förderband ist nicht leer. Das passt schon so. Ist alles gut. Wenn wir wieder Rahmen brauchen, können wir es ja anmachen. Läuft voll da hinten. Lass es raus. Alles ist gut. Alles ist gut. Muss alles so sein, wie es ist. Alles gut. Der Stromverbrauch momentan. Das ist ein guter Einwand. Ja, da habe ich noch lange nicht mehr geguckt. Schauen wir doch mal. Der Stromverbrauch. Oh, okay. Wird langsam akut, ne? Aber ich hätte theoretisch noch, wie gesagt, wir haben noch die Quelle mit dem Geysir, die Geothermalquelle haben wir noch. Dann haben wir noch die Ölförderstation, die im Pilzbiom ist. Und wenn wir die zusammenschalten würden, beziehungsweise auch noch mehr Geysirstationen machen würden, dann würden wir hier locker auf über 2500 kommen mit dem Output. Deswegen, das sieht jetzt akut aus hier, aber das ist eigentlich noch nicht so schlimm. Das geht noch. Hier im Maximum geht es, glaube ich, auf 1300 hoch, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Noch okay.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber alles noch gut. 45 Sekunden. Ladylike, Moinsen. Diese Kistendinger bauen, um andere Festplatte holen zu können. Haben wir schon gemacht. Ja, die Festplatte hole ich mir dann auch auf jeden Fall, die eine. Ich meine, gut, bei den Festplatten, die sind halt jetzt erstmal nicht so interessant, weil wir da nur alternative Blueprints für die Baumaterialien kriegen. Weiß nicht, ob das jetzt so, naja, so wichtig ist, ist es eigentlich jetzt erstmal nicht, weil unsere Produktion läuft ja auch ohne, dass wir die haben. Knapp 400 Megawatt Reserve, da ist nichts akut. Ja, stimmt eigentlich. Aber das geht ganz schnell, wenn man eine größere Produktionsanlage baut, dass das dann plötzlich nicht mehr reicht. Die Analyse von Mycelium ist abgeschlossen. Bitte wähle eine neue Probe aus der Liste aus. Okay, alles klar. Dann machen wir die Festplatte jetzt als nächstes. This type of Mycelia has strong healing properties. R&D has created a blueprint you can access in Hub Tier 3. Hub Tier 3. Medizinischer Inhalator. Ja, ein Asthma-Spray. Nice. Ich hab ein Asthma-Spray. Also gleich. Sauber. Ich bin der große Asthmator jetzt. Passt mal auf. Bam. Medizinischer Inhalator. Geil. Neue Ausrüstung. Gleich mal gucken. Wo ist er denn? Da. Inhaler. Was ist das? Paleobeere. Und Nüsse. Ach du Scheiße, ey. Was brauche ich denn da alles dafür? Und Pilze auch noch. Also Myzelien. Und der macht nur einen dann davon? Oh Gott, der muss aber richtig gut sein dann. Also ich meine, ein so ein Pilz regeneriert mir ja immerhin schon zwei Einheiten hier, ne? Dann muss ja der Rest hier, also da muss der mir ja fast die ganze Lebensleiste auffüllen eigentlich. Na gut, warte mal, dann suchen wir uns jetzt gleich mal, nee, Moment, dann suchen wir uns jetzt gleich mal Nüsse nochmal. Nuss, genau. Da hinten. Und noch Erdbeeren suchen wir uns auch nochmal. Und dann, genau. Hoffentlich sind die Nussbäume jetzt auch nicht alle leer. Was? Ja, toll. Er lotst mich halt zu leer gefressenen Nussbäumen, weißt du? Kann er nicht die, die leer sind, einfach ignorieren? Verdammt. Wie soll ich denn so jetzt volle finden? Hier sind doch eh alle schon abgegrast in der Gegend. Weil ich so gierig war, weil ich nur am Fressen gewesen bin. Das habe ich hier schon aufgemacht, oder? Ja. Was? Bip. Da hinten. Nur am Fressen den ganzen Tag. Es heilt komplett. Ah. Ja gut, das ist schon gar nicht so schlecht als Joker, ne? Der Haken ist jetzt nur, ich brauche halt dafür die Rohstoffe und die habe ich halt hier jetzt schon ganz fleißig vernichtet in den letzten, ja, 40 Folgen sind es jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon. Scheiße! Hier, selbst die Bären sind schon weggefressen. Hier sind noch welche. Sehr gut. Hier sind auch noch welche. Zwei Stück. Okay, wir nehmen gleich mal hier alle mit. Je mehr, desto lustiger. Jetzt brauche ich Nüsse. Ich muss mir mal irgendwie Nüsse wachsen lassen. Glaube ich. Ich habe keine Nüsse. Mann! Scheiße. Hat viele bei den Gasschnecken verballert. Stimmt eigentlich, ja, ja. Bei den Gasstellen hier, wo dann immer die Schnecken waren, habe ich immer ganz schön viel Heilzeugs gelassen von den Pflanzen. Ich bin aber gerade echt entsetzt, dass es Erdbeeren doch immer noch in Hülle und Fülle gibt und die Nüsse wirklich fast gar nicht mehr, ey. Was ist das hier? Kohle brauchen wir nicht. Oh Gott, hier wird wieder gegast.
Aber es muss doch noch Nüsse geben hier irgendwo. Wo sind sie? Ich gehe jetzt mal hier runter. Vielleicht, da sind noch welche, glaube ich. Da habe ich noch nicht gegrast. Vielleicht ist noch ein Baum hier irgendwo. Gott sei Dank kann man die schon von recht weit weg erkennen. Ist hier eigentlich irgendwas Gefährliches? Jawohl! Das waren jetzt 7. Wenn ich noch einen Baum finde, könnte ich mir 2 Medkits machen. Einen Baum, wo was dran ist. Da muss was dran sein. Ist echt nichts mehr hier in der Gegend. Doch! Hier ist noch was. Bitte habt Nüsse, bitte habt Nüsse, bitte habt Nüsse, bitte habt Nüsse. Nein! Da ist auch schon abgegrast. Überall fehlen die Nüsse. Aber ich nehme noch mal ein paar Pilze mit. Die brauche ich ja auch. Hier sind schön viele Pilze. Ja, Nüsse sind halt das Problem jetzt, aber sowas von. Volle Möhre. Was war das hier? Ah, Schwefel! Ah, den hatten wir ja schon mal abgefarmt, ne? Das hat ja nichts gebracht, den konnten wir ja nicht analysieren, glaube ich. Oder konnten wir den... Moment. Habe ich noch Platz? Ach komm. Nehmen wir das einfach nochmal mit. Es kommt ja eh unendlich viel aus den Quellen raus. Können wir es jetzt auch mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten an einer Quelle schon mal Schwefel mitgenommen, in der Hoffnung, dass wir den analysieren können, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, glaube ich. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Vielleicht habe ich... Vielleicht verwechsel ich das jetzt gerade. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal 40 Einheiten mit. Finden sich hier noch ein paar kleine Nüsschen. Ein paar klitzewinzig kleine Nüsschen. Was ist das da vorne eigentlich? Das ist schon wieder ein Frack da. Moment mal. Einsatzfähig! Yes! Ich stolper einfach mal so drüber, so. Herrlich. Geilo. Aber das war jetzt wahrscheinlich nichts Tolles, weil im Endeffekt... das war jetzt zu leicht. Irgendwie. Also, wenn ich das mal mit anderen Locations vergleiche... Smiley hat mit Twitch Prime abonniert. Dankeschön. In der Wüste gibt es auch noch viele Nüsse. Stimmt, wir müssen auch mal wieder das Biom ein bisschen wechseln, oder? Mal wieder ein bisschen was anderes sehen, so. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wo gibt es Uran? Das müssten wir ja auch mal irgendwie, zumindest schon mal lokalisieren, tatsächlich. Wenn wir es schon nicht abbauen, aber lokalisieren müssten wir es halt erstmal. Und Bauxit ja auch, da brauchen wir ja auch abbaubare Quellen. Fürs Aluminium dann auch. Ja, hier kann ich es eh vergessen. Mit den Nüssen. Hier sind eh keine mehr. Aber egal, wir haben jetzt erstmal genug für ein Medkit. Das machen wir auch gleich erstmal direkt. Ach, Uran in der Höhle, wo du schon warst. Jetzt ist die Frage, welche Höhle ist gemeint? Wo ich schon war. Welche Höhle ist da gemeint jetzt? Okay, ich mache mir einen Medical Inhaler. So, da haben wir einen. Wenn ich jetzt noch Nüsse finden könnte, könnte ich noch einen machen. Oder noch 2 sogar. Oder 3. Oder 4. Naja, wir gucken mal. Vielleicht finde ich ja hier noch einen Nussbaum. Säge doch die leeren Nussbäume weg. Nein! Ich denke mir halt, vielleicht werden die ja irgendwann mal so gepatcht, dass die nachwachsen, die Nüsse. Und dann habe ich meine ganzen Nussbäume weggesägt. Da habe ich auch nichts gekonnt. Nee, die bleiben mal stehen, die Nussbäume. Ich weiß, das ist vom Scannen ist es kacke, aber
Irgendwann werden die garantiert so gepatcht, dass die nachwachsen. Da sind welche. Und dann ärgere ich mich, wenn ich sie weggemacht habe. Also ich würde grundsätzlich es vermeiden wollen, Nutzpflanzen aus der Welt zu entfernen. Das ist, glaube ich, nicht so intelligent. Sollte man nicht tun. Ich meine, die normalen Pflanzen, die hier eh immer noch im Weg rumstehen, das ist ja was anderes. Aber Nutzpflanzen würde ich jetzt nicht wegmachen. Die würde ich immer irgendwie versuchen zu behalten. Am liebsten würde ich sie ja einpflanzen. Vielleicht geht das ja auch irgendwann, dass ich die Nüsse benutzen kann, um die in ein Beet einzupflanzen. Das wäre auch super. Pinkel doch mal auf die Nussbäume. Vielleicht wachsen ja dann wieder welche. Ja, guter Vorschlag. Bei dem, was ich hier alles so zu mir nehme und esse, glaube ich auch, dass das bestimmt guter Dünger ist. Für die Nussbäume. Ich meine, ich fresse hier irgendwelche Pilze, die aussehen wie Zuckerstangen. Ich fresse Beeren, die aussehen wie... Ist das eine Schnecke? Nee, es ist eine Lichtspiegelung. Fanta Morgana Schnecke. Fanta Mor Schnecke. Komm, noch einen Nussbaum. Einen muss es doch hier noch geben, den ich noch nicht geplündert habe irgendwo. Ja, ich weiß, da ist so ein rotes Ding auf dem... Dachtopf. Die Dinger, die bringen einem noch nichts. Also die kann man noch nicht benutzen. Das wird eher auch interessant, für was man die wieder benutzen kann dann. Ich glaube, da kommt man auch mit Gasmaske noch weiter an der Stelle. Aha. Es wäre jetzt halt so ein Knaller, wenn da jetzt auf der Felsspitze da hinten so ein Nussbaum ist. Irgendwie ja nicht so. Hier in der Ecke irgendwo. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ah, hier. Nice. Musste bis ans Ende der Welt laufen, um einen Nussbaum zu finden, der unberührt ist. Herrlich. Kannst du das Medkit testen? Ganz ehrlich, die sind so teuer. Die teste ich erst, wenn es wirklich nötig ist. Sorry, aber die haue ich jetzt nicht einfach mal so raus. Die werden getestet, wenn es angebracht ist und nicht, wenn hier nichts ist. Das passiert ja eh relativ häufig, dass ich mal wenig Leben habe. Und die Beere lässt du hängen? Ja. Ja. Ich lasse sie jetzt einfach mal hängen. Habe ich jetzt vergessen. Egal. Ich leg mal diesen Rauscher aus der Hand, ey. Das ist ja schlimmer als ein 1950er-Jahre-Radio. So. Was benötigst du für ein Medkit in der Herstellung? Ich benötige die zuckerstangenartigen Pilze, diese weiß-roten Häubchenpilze, die Myzelien, die Beeren und die Nüsse. Deswegen ist das doch recht komplex in der Anfertigung. Deswegen werde ich das nicht einfach so raushauen jetzt, sondern werde das schon mit Bedacht einsetzen. Jawohl! So, jetzt haben wir, wie viel? 3 Medkits haben wir jetzt. Super. So, da machen wir jetzt Folgendes, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir legen jetzt uns auf jeden Fall hier eine Kiste an. Mit diesen ganzen Zutaten, die wir brauchen. Für die Medkits. Und zwar packe ich jetzt immer die Beeren und die Nüsse. Wenn ich sie finde, verbrauche ich die nicht direkt. Wenn ich Leben verliere, versuche ich so viel Leben zu verlieren, dass ich ein Medkit nehmen kann, dass es sich lohnt. Ja? Also die Nüsse und die Beeren benutzen wir jetzt gar nicht mehr für solche Sachen. Und genau, das packen wir jetzt hier rein. Das lagern wir jetzt. Und müssen dann halt schauen, dass wir regelmäßig immer mal neue Medkits aus den Sachen craften. So, also aber wir werden jetzt nicht mehr die Nüsse und die Beeren essen. Das ist nicht gut, das ist verschwenderisch. Okay, war jetzt noch irgendwas? Genau, Festplatte. Jawohl! Oh, Alternative für Turbodraht aus 2x Kupfer und 1x Caterium. Dann hätten wir Cateriumdraht, okay. Und alternativer Rotor. Hm. Vielleicht sollte man jetzt an der Stelle nehmen den Turbodraht, den alternativen, oder?
Da würde man mehr Turbodraht rauskriegen. Das Ding ist ja, beim Turbodraht muss man jetzt halt wissen, die Katheriumquellen sind sehr selten und produzieren halt auch nicht so viel. Das heißt, wenn ich meine Turbodrahtproduktion erhöhen möchte, geht das eigentlich überwiegend nur über diese Turbodrähte oder mit sehr langen Beförderungsrouten, wo man sehr weit fahren müsste. Ich meine, unsere Route hier ist jetzt nicht gerade so lang, aber da haben wir auch Glück, dass das so in der Nähe ist. Ich würde fast das sagen. Und dann kann man nämlich den Blueprint umstellen, wenn man mehr braucht, und liefert dann einfach Kupfer hin. Kupfer kriegt man relativ leicht. Das ist ja auch hier in der Gegend relativ häufig. Und dann ergänzt man einfach. Dann wird das einfach gestreckt. Würde ich sagen. Wie viel produziert deine Mine? Verdammt gute Frage, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich wähle das jetzt trotzdem aus. Und dann schalten wir das direkt frei. Wir haben jetzt sogar noch eine Festplatte. Können wir direkt nochmal nachlegen. Hallo? Jetzt. Nur nochmal 10 Minuten. Alter, was wir hier alles freischalten gerade. Das ist echt, geht echt gar nicht mehr klar hier, wie viel wir gerade machen. Genau. Jetzt brauche ich den Meilenstein. Wo ist er? Hier wieder. Alternativ Turbodraht. Ach, da brauchen wir das Erz. Okay. Holen wir uns das doch mal. Können wir das gleich mal prüfen, wie schnell die Mine ist. Wo ist mein Auto? Wo habe ich das jetzt wieder geparkt? Aha. Immer die Frage. Immer die Frage, wo ich mein Auto geparkt habe. Ja, mit einer Garage wäre mir das nicht passiert. Ne? Wenn ich es immer in die Garage stellen würde, wüsste ich, dass es immer in der Garage steht. Aber dafür bin ich leider zu schlampig. Hä, wo ist denn das jetzt? Bin jetzt verrückt? Das ist es nicht. Das ist mein Reservefahrzeug. Da hinten ist es. Stimmt, da habe ich geparkt, genau. Ja, da ist es. Oder ein Parkplatz. Ja, ein Parkplatz wäre auch nicht schlecht, aber Parkplatzsuche ist ja immer so ein Thema, ne? Meistens gelingt die ja nicht, die Parkplatzsuche. Meistens versagt man bei der Parkplatzsuche kläglich. Also, fahren wir mal zur Katerium-Location. Nicht da reinfahren. Ich muss das unbedingt mal zumachen, das Loch. Nein, jetzt hat er mich entladen, glaube ich. Oder? Hat er jetzt was rausgeholt oder reingepackt? Was hast du gemacht? auf was steht denn die? Auf Laden. Ah ja, okay, nee. Die lädt, aber die hat nichts drin. Okay, nee, das ist richtig so. Das soll so sein. Alles gut. Bin verwirrt. Dann kann ich ja einfach da dran vorbeifahren. Dann passiert ja da gar nichts. Gibt es eigentlich eine Ego-Sicht bei den Fahrzeugen? Leider nicht. Wenn es eine gibt, habe ich sie noch nicht ausklamüsert, aber ich glaube nicht. Also, habe ich noch bei niemandem gesehen bisher. Bei den Ölquellen ist auch eine. Eine Katheriumader. Genau, meine ist halt hier bei den Niagara-Fällen. Die ist hier. Oder da oben halt, da wo die Brücke hochgeht. So, werfen wir mal einen Blick. Das staut sich ja hier schon. Dann nehme ich jetzt einfach den Stack hier raus. Genau. Ein Stack. Ach ja, ich wollte gucken, wie viel produziert wird. Sekunde. Ich laufe mal rüber. Oder ich schwebe einfach rüber. Es geht auch. Hier muss man nur echt aufpassen, dass man nicht den Wasserfall runterstürzt. Das wäre sehr dumm. Ist der Baum hier neu gewachsen? Habe ich beim letzten Mal nicht die Bäume alle weggesägt? Oder habe ich den da vergessen? Komisch. Ich meine eigentlich, ich habe alle Bäume getötet hier, die sich hier gemein in den Weg stellen. Also, wir haben hier einen Output von 240 pro Minute. Ohne Übertaktung. Wäre jetzt natürlich mal interessant zu wissen, wie das mit Übertaktung aussieht. Ich finde das so geil, wenn dieser Turm da am Horizont steht. Wie der da so alles übertürmt. Ist schon geil. Ich liebe diese Grafik. Ich liebe diese Weitsicht in der Grafik auch. Das ist halt ein unglaublicher Selling Point.
dass du halt von so weit weg das noch sehen kannst. Bei Ark wäre das ja alles schon längst ausgeblendet, ne, zum Beispiel. Da würde man das schon alles nicht mehr sehen können. Bei Conan Exiles auch. Bei diesen ganzen Unreal Engine Games, die vorher so kamen. Da wäre das alles nicht zu sehen. Und vor allem, wenn man es sehen könnte auf die Entfernung, würde es ruckeln wie Sau. Dass das hier überhaupt noch so performant läuft, angesichts dieser Weitsicht, ist einfach mal phänomenal. Das muss man mal sagen, das ist richtig gut programmiert. Muss ich echt mal sagen. Dafür, dass das alles usergenerierte Gebäude sind, mit hunderten von Strukturen, das muss man auch mal sagen, ja. Das muss man mal sich vor Augen führen an der Stelle. Hut ab an der Stelle, wirklich. Das ist wegweisend, würde ich fast schon sagen. Also mir ist nichts Vergleichbares bekannt. In diesem Ausmaß. Oh Gott. Nein! Ah, oh, scheiße. Er hat mich abgedrängt, der Schweinepriester. Habt ihr das gesehen? Er hat mich außer Gefecht gesetzt. Ja, jetzt fährt er da auch noch wie so ein Sieger da hoch aufs Treppchen. Dann lass dir doch deinen Pokal geben. Du kleines Schweinchen, du. Ah! Er hasst mich. Er hasst mich. Unfallbär-LP. Ja, der läuft ja nicht weg. Das machen wir später. Ich mache jetzt erstmal. Ich schalte jetzt erstmal den Meilenstein frei, ne? Und dann kümmere ich mich mal darum, den Truck wieder aufzurichten. Der einzige, der noch richtig Gas gibt, ist mein gottverdammter Truck. War mein gottverdammter Truck. Mann. So. Haha. Bam. Ja. Turbotrot. Turbotrot-Zahlen. Sehr gut. Jetzt müssen wir ihn aufrichten wieder. Ich muss ihn aufrichten. Aber ich habe ihn wenigstens da aufs Dach gesetzt, wo er nicht im Weg ist. Das muss man mal sagen. Es hätte viel schlimmer kommen können. Der Weg hätte blockiert sein können. Das wäre viel schlimmer gewesen. Warum habe ich denn da jetzt zwei Schaden gekriegt? Jesus! Ihr merkt schon, das geht langsam aufs Ende zu hier heute. Genau, da haben wir nämlich schon mal ein bisschen Kieselerde. Oder was das da war. Festplatte ist fertig. Oh, alternative Computer! Das ist wichtig hier, glaube ich. Aber mit Turbodraht... Oh, da braucht man nur drei. Da braucht man nur drei Ressourcen. Gummi, Turbodraht und Platinen. Da fällt der Kunststoff weg. Das machen wir mal. Das ist gut für die Computermassenproduktion. So, jetzt haben wir jetzt noch eine Festplatte? Nee, ne? Glaub nicht, nee. Ja gut, ich kann offensichtlich Schwefel hier nicht freischalten oder analysieren, genau. Dann packen wir den jetzt in die Kiste. Da ist ja schon welcher. Ich hatte das schon mal probiert. Ich erinnere mich. Alles gut. Dann müssten wir jetzt eigentlich diese schweren industriellen Beams noch zu der anderen Festplatte tragen. Oder fahren, besser gesagt. Wir machen jetzt eine Urantour und dann können wir ja gleich nochmal, warte mal, wenn ich jetzt nochmal einen Supercomputer baue oder vier Stück noch, dann kann ich nochmal so ein Geysir-Ding machen. Dann können wir das unterwegs auch gleich noch absetzen. Das machen wir jetzt mal noch. Du kannst es doch abbauen und dann sofort in dein Fahrzeug stecken. Weiß ich nicht, es wurde bisher jetzt immer irgendwie gesagt, dass das auch verstrahlt, wenn es im Inventar von einem anderen Gegenstand ist, also vom Fahrzeug oder... Habe ich jetzt zumindest so verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Keine Ahnung. Weiß halt auch nicht, wie schnell das tödlich ist. Ich weiß gar nichts. Ich hatte Uran noch nie in der Hand. So, jetzt können wir vier von den Dingern machen. Da können wir nämlich jetzt nochmal so eine Geysir-Station machen. Für Strom. Die liefern wir dann gleich ab. Also wir machen jetzt mehrere Sachen. Wir schaffen jetzt die Industrial Beams rüber zu diesem einen Wrack, zu der Stelle. Damit wir das da aufmachen können. Hoffentlich ohne zu sterben. Dann werden wir nochmal so eine Geysirquelle setzen. Müssen wir mal gerade gucken hier, dass das auch passt. Ja, das fehlt nämlich. Ja, okay, es fehlt nämlich noch Gummi, siehst du mal. Kann ich noch. Okay, ich brauche nochmal Öl und dann brauche ich nochmal schwere Rahmen und dann haben wir es. Okay,
Gefährliches Spiel und eine weite Strecke bis zur Leiche. Naja, ist doch umso besser. Das wollt ihr doch nur so. Außerdem habe ich jetzt Medizin dabei. Wie schlimm kann es schon werden? Ich bin jetzt mediziert, bin ich jetzt. Ein Medizi bin ich jetzt. Passt alles, alles gut. So, was brauche ich jetzt, Gummi, genau? Machen wir mal einen ganzen Stack gleich. Vielleicht sollte ich nochmal Filter für die Gasmaske machen. Ich habe nur noch 9. Ich habe mit 18 Filtern angefangen. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee, oder? Könnte ich mir denken. Ist sinnvoll. So, was war jetzt nochmal? Was brauchte ich jetzt? Wieder vergessen. Was brauchte ich jetzt? Genau, Gummi zum Bauen für die Quelle, genau. Und nochmal Stahlrahmen, genau. Also hier schwere Rahmen. Es geht sehr schnell mit dem Strahlungsschaden. Okay, dann sollte ich vielleicht davon absehen, das Uran mitzunehmen. Also, wir füllen jetzt den Stack hier einfach auf. Sehr gut, dann rutscht nämlich auch mal wieder ein bisschen was nach bei den Rahmen. Der war ja jetzt nicht aus, oder? Nee, der läuft, genau. Der läuft. Keine Ahnung, was vorhin einer meinte. Ich hätte ihn ausgemacht. Das ist voll Blödsinn. Der hat einfach angehalten, weil es lagervoll war. Also, dann haben wir jetzt die Rahmen. Noch irgendwas, was jetzt gewählt? Genau, die Filter noch. Gasmaskenfilter noch machen. Oh, oh. Das war knapp. Wenn er Uranium findet, stirbt er eh. Quatsch. Das, ich denke, das finde ich. Ich sterbe nur, wenn ich das abbaue in dem Inventar habe. Was denn nun? Ah! Katerium-Computer. Ach ja, die muss ich auch noch freischalten. Oh. Ja, gut, machen wir das mal schnell. Meilenstein auswählen. Alles Rinder. Dann, was war das andere, was da gebaut war? Ja, Kupferkabel. Was war das hier? Kunststoff. Da, scheiße, da fehlen 8 Einheiten. Und nochmal Gummi. Was brauchte ich jetzt nochmal für Gasmaskenfilter? Für Gasmaskenfilter brauchte ich, was war das hier? Kohle und Gewebe. Ach ja. Habe ich noch Gewebe? Ich hatte doch noch was. Hatte ich hier nicht noch Gewebe gemacht? Nee, hatte ich nicht. Ich dachte, ich hätte noch. Da muss ich nochmal das Myzel rausholen. Oh Gott, ist schon wieder so multitaskig alles. Nein, scheiße, ich habe nicht genug Myzel. Ach, egal, dann machen wir das jetzt ohne. Dann reichen jetzt. Komm, die reichen jetzt, die Filter, die wir haben. Halt, Moment, ich brauche noch Kunststoff. Ist hier noch was drin? Ja! Gut, so, super, sehr gut. Genau so. Herrlich, so, dann haben wir das auch erledigt. Nice. Katerium-Computer. Kater-Computer. Radius ist gefährlich, so wie ich das verstanden habe. Okay, na gut. Vielleicht sollte ich wirklich Abstand halten. Ich werde es ja dann sehen. Ich habe Medizin dabei, wie gesagt. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir überhaupt da erstmal hinkommen. So, das ist die erste Herausforderung des Tages. Ohne zu sterben und ohne in irgendwelche Gaspflanzen reinzufahren. So, da muss ich in die Richtung fahren. Los geht's. Wir machen jetzt eine lustige Urantour. Auf dass wir am Ende alle strahlen. Wir werden ganz fett strahlen am Ende. Das kann ich euch mal sagen. Also, ab in Osten. Okay, Monkey King ist einfach über die Quellen gelaufen, ohne Schaden zu bekommen. Interessant. Diese gegensätzlichen Informationen, die hier schon wieder am Start sind. Der eine sagt dies. Der andere sagt das. Ich fahre mal hier unten lang. Kann ich, da hinten kann ich doch auch hochfahren. Komm. Ah, oh, wie es ruckelt. Hör auf zu ruckeln. Nicht den Nussbaum überfahren. Genau, so. Hier hat man die eine leicht zu habende Platte bekommen. Und hier rechts waren doch schon irgendwo die
Geysiro, oder? Ich glaube, ich verschätze mich hier gerade ein bisschen. Ich bin zu weit jetzt rechts. Die Map ist aber auch echt von der Geografie her nicht so einfach. Das muss man mal echt sagen, ey. Sich zu merken, wo man hin muss, ist hier schon echt eine Herausforderung. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt hier bloß nicht runterfallen, ey. Ich muss hier rüberfahren über diese Felsbrücke. Hier darf ich nur jetzt nicht rechts runterfallen. Das wäre richtig kacke. Also da beiße ich mir ins Knie. Das kann ich euch aber sagen, wenn ich jetzt hier runterfalle rechts. Nein! Scheiße. Oh nee, da vorne ist zu. Da muss ich aufsprengen. Ach shit, stimmt, das war ja das Problem hier. Okay, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, schön vorsichtig. Und ich denke mal, hier brennt jetzt nichts mehr an mit dem Rückwärtsgang. Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao.